Let's create your magic life. Hi, ich bin Nadine und dein Perfect Match, wenn es darum geht, dir ein magisches Leben zu kreieren. In diesem Podcast dreht sich alles darum, warum dein Leben noch nicht magisch ist und wie du den Shift in deine Magie hinbekommst. Mein Motto ist, wir sind nicht hier, um zu vegetieren, sondern um die Erde zu rocken. Also, let's create! Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Mein letzter Podcast ist ja schon ein paar Tage her und es gab viele Herausforderungen für mich, in den Griff zu bekommen. Ein riesen Transformationsprozess. Wir sind umgezogen oder ziehen teilweise immer noch um. Ich war krank, die Stimme war weg, ich hatte Fieber. Wir waren dann nochmal über Weihnachten, Silvester in Österreich mit Fieber und so weiter und so weiter. Aber jetzt scheint die Transformation sich dem Ende zu neigen und ich beobachte das auch im Kollektiv, dass viele den gleichen Prozess machen, wie ich es gemacht habe. Und das Thema von heute ist ja, warum die Vergangenheit unwichtig wird. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, denn es hat auch was mit meiner Transformation zu tun. Da hat sich nochmal ganz viel auch aus dem System geschält, was sich über Jahre und Jahrzehnte da festgefressen hat. Und solche Prozesse laufen einfach, die sind gut, aber trotzdem bist du ab jetzt nicht mehr Opfer deiner Vergangenheit. Wir gehen aus meiner Wahrnehmung heraus ab 2023 in einen riesen Bewusstseinsprozess rein. Das heißt, das Bewusstsein verändert sich gravierend und es macht überhaupt keinen Sinn mehr, hat es auch noch nie gemacht, die Vergangenheit dafür verantwortlich zu machen für die Person, die du jetzt bist. Es ist ein Trugschluss, zu glauben, dass die Vergangenheit dafür verantwortlich ist und deine Erfahrungen, die du erfahren hast, für das, was du jetzt in deinem Leben hast und bist. Es ist auch ein Trugschluss, zu glauben, dass man diese ganzen Sachen auflösen kann. Es gibt ja ganz viele spirituelle Techniken wie inneres Kind oder Reinkarnation, Timeline-Arbeit. Ja, die gehen alle auf der Zeitlinie rückwärts. Das heißt, die gehen alle in die Vergangenheit und versuchen, irgendwo ein Trauma zu finden, was dafür verantwortlich sein soll, dass es dir jetzt so geht, wie es dir jetzt geht. Das ist eine absolute Lüge, denn es ist scheißegal, ich sage das mal so, wie es ist. Es ist scheißegal, was in deiner Vergangenheit passiert ist. Für dein wahres Sein ist es eine Erfahrung. Mehr nicht. Und ich lade dich dazu ein, das auch so zu betrachten. Es ist eine Erfahrung. Ein Problem wird es nur und auch ein Trauma wird es nur dann, wenn du anfängst, das konditioniert zu bewerten. Dann entsteht ein Trauma. Ansonsten ist es einfach nur eine Erfahrung. Und wenn du wirklich in deinem Leben vorwärts kommen willst, dann musst du aus diesem Mechanismus, dieser Trauma und ich kann nicht, weil und es geht nicht, weil und ich fühle mich so schlecht, weil, musst du da aussteigen, weil du kreierst dir das, was du gerade hast, deinen Zustand auch, deine Gedanken kreierst du dir selbst und ab jetzt geht es darum, wirklich zu gucken, wo willst du hin? Was willst du sein? Wer willst du sein? Wie soll dein Leben sein? Wie willst du dich fühlen? Und das kannst du alleine steuern. Das ist ja auch der Ansatz von meinen Coachings oder Mentorings, nenne ich es ja, weil das sind Mentorings, keine Coachings. Weil ich teile dir einfach meine unverblümte Wahrnehmung mit von den Prozessen, die ich sehe. Und ich bin ja darauf spezialisiert, wirklich dysfunktionale Strukturen zu erkennen und sie in funktionale Strukturen zu verändern, so dass die Dinge für dich laufen, wenn du da einfach raus willst aus diesem ganzen Mist, der dir überall, aber auch immer wieder erzählt wird. In der ganzen Coaching-Szene, in der ganzen Psychologie geht es immer wieder darum, die ganze Scheiße durchzukauen und wieder von vorne und wieder von vorne. Ja, meine Güte, wer soll sich denn da besser fühlen? Ja, und es ist so, so wichtig, dass du den Fokus von dem wegnimmst, was du nicht willst und dich dahin ausrichtest. Und dabei kann ich dich unterstützen wie verrückt, wo du hin willst.
Ja, wir können deine Gaben, Fähigkeiten und Talente fördern. Wir können alles machen. Wir können übersinnliche Fähigkeiten trainieren. Das ist sowieso mein Spezialgebiet. Ich kann dein Business in eine andere Struktur bringen, dass es wirklich auch der Zeitqualität entspricht und dir selber auch entspricht. Das hat alles was damit zu tun, wo steht man auch mit seinem Business, ja, in welchem Bewusstsein führt man sein Business? Aus welcher Intention heraus kreiert man die Dinge? Ja, es ist auch bei dir so, aus welcher Intention heraus kreierst du Sachen? Warum tust du Dinge? Ja, mit welcher Intention tust du sie als Opfer, damit du Aufmerksamkeit kriegst, nur mal als Beispiel, oder tust du sie, weil es dir einfach nur Spaß macht? Das ist ein himmelweiter Unterschied im Ergebnis. Und es ist so, so wichtig, wirklich da auszusteigen, immer wieder in deiner Vergangenheit rumzuwühlen. Nochmal, es ist scheißegal, was du da erlebt hast. Du kannst dich immer wieder darin festbeißen, wie scheiße alles war. Ja, manchmal falle ich da auch noch rein. Und dann beobachte ich mich so von oben und denke so, was macht sie da eigentlich? Was macht sie da? Was spielt die da gerade für ein Spiel? Ja, und dann entscheide ich mich wieder auszusteigen. Ja, diese Konditionierungen sind ja noch da, das ist ohne Zweifel so. Aber wenn du ihnen keinen Fokus und keine Energie gibst, sondern dich ausrichtest auf das, was du bist, und da hilft dir mein Programm zum Beispiel sehr, sehr gut, von der Raupe zum Schmetterling, weil da geht es darum, alles wegzunehmen, was du nicht bist, und dich mal auf dich selber auszurichten, dass du auch mal ein Gefühl bekommst, wer du eigentlich bist. Ja, das erscheint dann, wenn du alles wegnimmst, was du nicht bist. Und dann kannst du dich neu fokussieren. Und dann kannst du hier auch coole Sachen kreieren. Dann kannst du neue Dinge erschaffen. Dann kannst du funktionale Strukturen etablieren für dein Leben, in deiner Partnerschaft mit deinen Kindern, in deinem Job, in deinen Hobbys, in deiner Freizeit, mit deinen Freundschaften. Welche Strukturen willst du denn leben? Und es ist völlig pups egal, was du in deiner Vergangenheit darüber gedacht hast. Wo willst du hin? Alle Leute sind immer unglücklich, weil es nicht so läuft, wie sie es gerne hätten. Aber der Punkt ist doch, es fokussiert sich ja niemand darauf, wie sie es gerne hätten, sondern es wird sich immer nur darauf fokussiert, irgendeine Blockade wegzumachen, die ja gar nicht da ist, in Klammern. Sondern die du dir nur einredest, weil man sie hier auch allgemein im Kollektiv immer eingeredet bekommt. Und wenn man das glaubt, ist halt blöd. Blockaden existieren nicht. Blockaden sind einfach nur Ausreden, um keine Entscheidung zu treffen, um nicht in die Eigenverantwortung zu gehen, um nicht das Leben seiner Träume, wie man ja immer so schön sagt, sich zu erschaffen. Weil was wäre denn, wenn es leicht gehen würde? Was wäre denn, wenn auf einmal alles fließt? Was wäre denn, wenn du dir erlaubst, glücklich zu sein? Ja, und das ist ein ganz großes Thema im Kollektiv, für alle. Dieses Thema, dass sich irgendwie niemand erlaubt, glücklich zu sein. Weil das ist hier doof. Und ne? Glücklich sein ist hier nicht so wertgeschätzt. Und dann, es gibt es riesen Industriezweige, die sich darum kümmern, angeblich, um Menschen glücklich zu machen, in allen Varianten. Da geht es ja nicht nur ums Coaching, da geht es um die ganze Beauty-Industrie, um die ganze Reiseindustrie, um die ganzen Adrenalin-Junkies, Extremsportler, Spielclubs, egal. Ja, eigentlich kümmert sich alles Mögliche darum, Menschen glücklich zu machen. Und die ganze Zeit wird ihnen eingeredet, dass sie ja nicht glücklich sind. Es ist auch wirklich eine Frage der Perspektive, das Thema glücklich sein und zufrieden sein. Wenn du mal komplett weggehst vom Außen, stell dir mal vor, du sitzt auf einer einsamen Insel, du hast keine Werbung, du hast kein Instagram, du hast alles Mögliche nicht, was dich beeinflussen könnte. Ja, ich glaube, dann wärst du zufrieden, obwohl du auf einer einsamen Insel nur sitzt und nicht im Whirlpool und nicht sonst wo. Und nicht die Millionen auf dem Konto hast. Ja, Zufriedenheit ist auch eine Frage der Perspektive, und auch Unzufriedenheit wird ja massivst geschürt, gerade auch in der spirituellen Coaching-Szene, weil dir immer wieder erzählt wird, was du alles noch brauchst, was du alles noch nicht bist, was du alles noch, was dir fehlt. Ja, es wird immer ein Mangel erzeugt. Und darum geht es alles nicht mehr. Es geht darum, erstmal wirklich das zu sehen, was du gerade hast, und auch
zu sagen, okay, was braucht denn mein wahres Sein wirklich? Wir haben 16. Januar, das ist jetzt am Montag gleich, also für Spontane sind noch ein paar Plätze frei. Geht es darum, sich das neue Jahr zu kreieren, aber nicht aus toxischen Beweggründen, also wir wollen nicht mit dem Rauchen aufhören, wir wollen nicht das Gewicht reduzieren, wir wollen auch nicht ein Vision Board machen, wo ein großer fetter Ferrari drauf ist, sondern wir wollen ein Jahr kreieren, eine Vision kreieren, die wirklich dir selber entspricht, die wirklich deinem wahren Sein entspricht. Das ist auch ein Riesenunterschied, aus welcher Konditionierung heraus du kreierst, ja, oder ob du wirklich dein wahres Sein fragst. Dein wahres Sein braucht keine Million auf dem Konto, das braucht auch keinen Porsche. Die meisten wahren Seine wollen nicht bei Porsche fahren, weil sie das überhaupt nicht erfüllt. Ja, wozu auch? Also, wahre Seine sind in sich sehr pragmatisch. Ja, kann mal Spaß machen, aber das ist so, ja, es ist nicht wichtig irgendwie für die wahren Seine. Und das ist halt so, na, wenn man so aus diesen konditionierten Seinen agiert, dann will man immer noch mehr. Dann will man noch dies und dann will man noch das und dann will man noch jenes und dann muss es dies. Und dann ist man immer innerlich unzufrieden, angespannt, fängt an, sich coachen zu lassen und dann geht ein negatives Hamsterrad los, eine richtige Abwärtsspirale, weil dann lässt man sich coachen. In der Vergangenheit löst man dann irgendwie 1000 Sachen auf und dann wird es trotzdem jetzt nicht besser, weil man im Jetzt seine Positionierung, seine Fokussierung und seine innere Haltung überhaupt nicht verändert hat. Ja, dann will man ja immer noch den Ferrari haben. Das ist totaler Blödsinn. Dein wahres Sein will gar kein Ferrari. Ja, dein toxisches Sein will aber ein Ferrari, weil es seinen Status damit bestätigen muss oder was auch immer. Ja, und dann gehst du hin und lässt deine Blockaden auflösen, warum der Ferrari noch nicht vor deiner Tür steht. Und dann hast du ja immer noch die innere Haltung, dass du den brauchst. Dabei brauchst du ihn gar nicht und deswegen ist er auch nicht da. Ja, und wenn man da einfach mal die Perspektive wechselt, dann wird es ganz einfach und entspannter. Also es wird deutlich entspannter, wenn man wirklich mit sich verbunden ist, wenn man in einem tiefen Vertrauen auch ist zu seiner inneren Weisheit und den Informationen zu seiner inneren Weisheit, dass man denen auch glaubt und dass man das eben unterscheiden kann. Und das machen wir halt auch im Workshop dann am 16. Januar um 9 Uhr geht's los. Auf meiner Website kannst du dich noch anmelden, wenn du willst. Aber ist ja etwas knapp. Aber für die, die sich berufen fühlen, dann passt es schon. Ja, also die Vergangenheit wird total unwichtig, wenn du dir dein Leben kreieren willst. Ist ja auch irgendwie logisch. Du kannst ja nicht, indem du dich immer nur auf der Timeline rückwärts bewegst, ja körperlich wie gedanklich, kannst du ja nicht, was willst denn du da im Jetzt kreieren? Also aus welcher Perspektive willst du denn dann irgendwas Brauchbares kreieren? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Mir macht es so viel Spaß, wirklich Strukturen zu erschaffen, die funktionieren. Es ist egal wo. Und einfach zu gucken, was sind denn da noch Illusionen, was sind denn da noch Konstrukte, was passt denn da nicht hin? Was ist denn da die Lüge, die man sich noch erzählt über sich selber, über die Familie, über das Business oder über sonst was? Warum es nicht funktioniert? Und es geht einfach darum, Transformation passiert, indem man die Lüge entsorgt. Dann hast du ja schon die Transformation. Weil dann hast du die Wahrheit. Und das war's schon. Transformation in der neuen Zeit oder Transformation auch mit mir geht einfach nur über entsprechende Impulse, über sinnvolle Informationen, über die Wahrheit, über Klarheit. Und dann änderst du sofort deine Perspektive und dann hast du Transformation. Dann musst du nicht 100 Jahre dran arbeiten und schon gar nicht in der Vergangenheit. Die Zeit kannst du dir echt sparen. Also wenn du schnelle Transformation willst und glasklare Transformation, bist du bei mir richtig. Wenn du ewig noch rumdümpeln willst in der Vergangenheit, dann bist du bei mir nicht richtig. Weil das macht mir keinen Spaß, immer wieder so negative Sachen zu wälzen. Ja, anstatt wirklich coole Sachen, neue Sachen, funktionierende Sachen zu kreieren, die Menschen wirklich dienen und ihnen Freude bereiten. Ja, die sie wirklich weiterbringen im Jetzt. Ja, wie willst du denn im Jetzt weiterkommen, wenn du den ganzen Tag damit beschäftigt bist, dein inneres Kind zu heilen? Das ist eine Ausrede. Weil viele Leute wollen einfach keine Entscheidung treffen. Die wollen sich beschäftigen und die wollen sich selber einreden, dass sie ja was getan haben und es ist ja immer noch so schlimm, obwohl sie schon so viel gemacht haben.
Aber am Ende ist es eine Ausrede vor der Entscheidung. Ja, wenn die Partnerschaft ganz, ganz schlimm ist und hochgradig toxisch ist, dann brauche ich nicht mein inneres Kind heilen, nur weil ich Angst habe, mich zu trennen und nicht alleine sein kann. Oder vor welchen Konsequenzen auch immer. Ja, da kannst du noch 100 Jahre dein inneres Kind auflösen. Es wird sich an deiner Partnerschaft ja nichts verändern, weil du dich nicht veränderst. Du bist immer noch in der Opferrolle. In der Partnerschaft würde sich vielleicht was verändern, wenn man dir mal ein paar Illusionen wegzieht und deinen Partner mal wahrhaftig betrachtet und nicht aus einem konditionierten Blickwinkel. Aber ja, das ist halt das, worum es ab jetzt geht. Und es wird auch immer weniger funktionieren und die Leute werden auch immer gefrusteter werden, je mehr sie an ihrer Vergangenheit arbeiten. Also ich kenne auch niemanden, bei dem das wirklich exorbitante Ergebnisse gebracht hat und ich war wirklich lange 15 Jahre zutiefst in dieser ganzen Szene drin, kenne auch tausende Menschen, die ich immer wieder auf Seminaren auch getroffen habe im Laufe der Zeit und es ändert sich nichts. Es ändert sich nur dann was, wenn du den Fokus ins Jetzt holst, dich jetzt positionierst, dich jetzt fokussierst. Wie gesagt, die Raupe zum Schmetterling gibt dir da ein Bild von deinem wahren Sein, auf das du dich fokussieren kannst. Da kannst du eine Gegenüberstellung machen, also du wirst da angeleitet. Ja, was ist wirklich toxisch, was gehört nicht zu dir, was ist konditioniert und was bleibt denn dann übrig? Und dann hast du eine Pro-Kontra-Liste, eine Liste für das, was nicht zu dir gehört, damit dir das erstmal alles bewusst wird. Die meisten Menschen identifizieren sich ja mit diesem ganzen Kram. Das ist ja nicht so. Das ist nur eine Überlagerung und eine Konditionierung. Weiter nichts. Das ist nicht Bestandteil deines wahren Seins. Ja, du lernst da, das zu differenzieren und dann lernst du, wie du dich auf das fokussierst, was du wirklich bist. Ja. Und die Vergangenheit tut einfach mal nichts zur Sache, zu deinem Zustand, den du jetzt hast. Wenn du Transformationsprozesse hast, wie die Welt geht unter, das ist durchaus einfach ein Prozess, an dem muss man nichts machen, weil auch der Körper speichert ja viele Sachen und die lösen sich dann einfach. Wenn du dann anfängst und willst gegen dieses Land unter Stimmung ankämpfen und versuchst dann wieder dein inneres Kind zu heilen und du musst ja irgendwas tun, damit dieser Zustand besser wird, dann lässt du es nicht so, dass die Dinge aus deinem System fließen können, dass die Dinge sich ändern können, weil du kämpfst dagegen an und blockierst quasi deine eigene Transformation. Wenn ich Transformationsprozesse habe, dann schreie ich und heule ich und dann geht's auch irgendwann vorbei. Aber ich setze mich nicht hin und versuche, das zu unterdrücken, weil damit machst du das Schlimmste, was du für dich tun kannst. Du stagnierst, also du willst was festhalten, was aber raus will, was ja gar nicht zu dir gehört. Und damit wirst du so ganz fest in deinem System, du wirst wie Stein, du wirst wie eingemeißelt. Und das wiederum sorgt dafür, dass dein Zustand immer schlimmer wird, statt besser. Also auch hier die Einladung an dich. Wenn solche Sachen sind, lass sie einfach durch dich durchgehen. Und wenn das eine Stunde dauert und wenn das 3 Tage dauert, scheißegal. Es geht wieder vorbei. Und danach bist du viel mehr bei dir, weil viel Scheiß einfach weggegangen ist, von ganz alleine, ohne dass du irgendwas gemacht hast. Dein Körper ist ja sehr intelligent, also lass ihn doch bitte einfach mal machen, ohne dass du eingreifst. Das wäre noch ein ganz wichtiges Ding, damit du für dich da weiterkommst. Also, 2 Sachen, lass deinen Körper machen und scheiß auf deine Vergangenheit. In diesem Sinne danke ich dir fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst und bis bald, die Nadine.